So, und zurück bin ich wieder. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an diese Stelle, ich wurde recht ausfallen. Aber die war ja auch unglaublich nervig. Ich werde es jetzt anders machen, ich werde versuchen, die Gegner einzeln zu separieren und dann auszunocken. Und dann mal weitersehen, wo ich lang muss überhaupt. So, aber erstmal das Türchen öffnen. So, warum leckt das jetzt gerade so ein bisschen? Hui. Ja, danke. So, hier drin bin ich erstmal einigermaßen sicher. Jetzt erstmal gucken, wo sind die denn überhaupt? Da ist einer. Da oben ist einer. Sind das zwei oder drei? Ist jetzt die Frage. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Eins. Ja, daneben, Junge. Haha. Alles klar, da ist der. Was ist denn da explodiert? Na klasse. Explodiert einfach was. Werfen die jetzt auch noch Granaten oder war das irgendwie so ein Explosivfass? Nummer 1 hätten wir. Sehr schön, gut. Besser als gar kein Start. Oder zumindest gleich erledigt zu werden. Zwei sind noch, drei sind noch übrig. Ach du Scheiße. Gut, dann wollen wir mal. Gut, jetzt ist einer unten. Ja. Super. Ah, verdammt! Oh, ich will das endlich schaffen, Herrgott, nochmal. Das ist doch nicht so schwer, so ein paar Heinis da auszunocken. Scheiße, Mann! Wo kommen die schon wieder her? Ich pull schon wieder rum, das gibt's nicht. Aber die Stelle hat mich auch schon so angepisst bisher. So, sind wir wieder unten. Da ist einer und da kommen gleich zwei an, glaube ich. Jawohl. Nur noch zwei übrig. Wo ist denn der dritte hin? Oder hat er sich selbst gekillt mit den Explosivfässern da? Nein! Ah, verdammt. Boah. Scheiße! Verdammt! Mann! Alter, wieso sind die denn nicht benommen, wenn ich den vollen Schlag in die Fresse gebe oder den in die Fresse springe? Meine Fresse, so stark schützen Helme nun auch nicht. Tja, Junge, verkackt was. Ja, super. Krieg von hinten was auf die Fresse. Wo kam der denn schon wieder her? Ich dachte, der ist durchs Haus durch. Mein Gott. So.
same as ever. Ja, ich kann auch von hinten angreifen mal. So, zum Glück hat das hier mit dem Abrollen geklappt. Jetzt dürften rein rechnerisch, wenn ich mich nicht verzählt habe, nur noch einer oder zwei übrig sein. Ich weiß immer noch nicht, ob das... So. War es immer noch nicht. Nee, da ist noch einer. Aber der ist unten, da muss ich wenigstens nicht hoch. So. Jetzt haben wir hier Ruhe. Sieht aus, als wären die PK-Büros irgendwo vor dir. Ach, die hätte ich sogar ausknocken müssen. Nein! Ja, easy, kein Problem hier. So. Gut, klappt nicht. Nochmal hoch. Jetzt, ich sehe es schon kommen, ich sterbe gleich, weil ich runterfalle oder so. Dann kann ich den ganzen Spaß nochmal mir antun. Ja, das war zu langsam schon klar. Und zack, sind wir oben. Sehr schön. So, jetzt muss ich da irgendwie rüber. Kann ich... Nein. Gut, da kann ich also nicht drauf balancieren. Kann ich mich denn da ranhängen oder so? Das geht auch nicht. Ist bestimmt wieder irgendwas ganz Erbärmliches, was ich übersehe. Ich guck mich hier drüben nochmal um. Vielleicht gibt's hier einen Weg. Nein, hier schon mal nicht. Ich dachte zuerst da oben irgendwo ranhängen und dann rüberhangeln. Aber scheint ja auch nicht zu gehen. Gut. Ah, okay. Schon klar. Jetzt habe ich's. Mein Gott, dass ich das übersehen habe. Und ein Koffer ist hier. Na, das hätte man ja kaum verpassen können. Ja, da muss ich erstmal... Oh. Ja, und ich habe aufgehört zu schwingen. Ja, weh, ich muss sie nochmal erledigen. Och, ein Glück. So. Okay, geschafft. Sehr schön. Packing Area. Nach den Plänen müsste es da drin hinter der Förderanlage einen Weg geben. Gut, da hätte ich glaube ich nicht runterspringen müssen, aber es sah cool aus. Achso, da habe ich das da drüber nicht gesehen, aber hier kann ich drüber haben. Ups. Ich bin potenziell verwirrt. Oder auch nicht, ich bin einfach nur dumm. So. Schnell, bevor sie dich finden, Faith. Ja, und was nun?
Was übersehe ich jetzt schon wieder? Irgendein Knopf? Hallo? Ja, super. Und jetzt? Soll ich nicht durch die Tür hier durch? Sieht so aus, als sollte man da durch. Ups, ja, gut. Ach Mensch. Ja, ist super, dass ich da oben rein muss. Das hilft mir aber im Moment nicht weiter, wenn ich die Tür da nicht aufbekomme. Meine Güte, heute ist echt nicht mein Tag. So. Da komme ich auch nicht durch. An der Decke gibt es keine Öffnung oder so, wo ich durch kann. Oh Gottchen, ey. Wollen die mich verarschen? Die Tür sieht so aus, als wäre das so eine Dingstür, aber die ist nicht rot, da komme ich nicht durch. Ich muss da rein irgendwie, weil dort der Knopf ist. Die Tür ist offen, die ist zu. Gibt es hier zwischen eine Verbindung? Hallo? Wieso komme ich denn da jetzt nicht mehr hoch? Verarschen? Na also. Die Tür ist auch offen. Sonst gibt es da nur Fenster rein. Also muss ich ja da durch. Oh. Meine Fresse, was übersehe ich hier schon wieder? Ich werde schon langsam wieder aggressiv. Das bezweifle ich.